Der Mündung des Lavaflusses. Ich meine, Mündung ist da, wo das ins Meer geht, oder? Okay. Ja. Sollte ja dann easy sein, eigentlich. Eigentlich. Ja. Wie gesagt, die Befürchtung, dass wir nochmal ins Jumping Puzzle müssen, ist gegeben. Können wir mal hier ein bisschen Holz abbauen. Kann Chris auch ein bisschen aufholen. So. Ich muss gleich mal meinen Move und Speed Trade reinmachen. Ach, hast du den nicht drin? Warte. Nee, also es ist halt ein Trade, kein Ja, kein Skill, so. Schon verstanden. Ach, ich hab kein Sammelwerkzeug. Alles klar. Ja, RIP. Insbesondere, weil ich hier Tiefschlaf der Titanen schon häufiger mal lese, so. I don't know. Was ist das, ne? Naja, das ist, also zumindest ist das der Vulkan da. So, und jetzt da hinten irgendwo. Ist das hier nicht die Mündung? Oder ist die Mündung das, wo der anfängt? Nee, nee. Ja? Soll eigentlich schon richtig sein. Müssen wir natürlich auch gucken. Jetzt sind wir am Skrit-Ankerplatz nämlich schon. Bist du ja auch relativ schnell dann in einem anderen Gebiet drin, ne? Warum mache ich das jedes Mal darüber auf? Da. An der Mündung des Lavaflusses. Also im Wasser sehe ich nichts. Ach. Ja, es ist wieder wie unten in der Grotte. Hier stehe ich in der Lava. Mhm. Sicher hier. Vielleicht, ja. Oder meinst du, Mündung ist ein weit gedehnter Begriff, ja? Ja, muss ja, aber hier ist nix. Aber man kann ja mal an dem Lavafluss so entlang laufen. Nicht, dass das auch wieder irgendwie eine Kappes-Übersetzung ist, irgendwie. Einfach wieder irgendwo ganz anders meinen, aber im Deutschen ist das dann hier. Weil wegen ist so. Hier ist auf jeden Fall eine uralte Truhe noch. Den hier. Uralte Truhe? Aha. Achso, ich hab noch die. Ja, ich hab die Belohnung von dem Boss-Event noch gekriegt. Das ist aber nett. Ne. Warum auch immer? Hab ich ein, zwei Schlüssel gemacht, bevor ich gehauen bin. Ja, gut. Ah, ja, gut. Also mittlerweile bin ich halt gleich an der Quelle, so. Und Mozart-Markentechnik habe ich noch nicht viel gesehen. Same. Hier hinten ist einer. Moment, ist das die? Soll das die sein? Oh mein Gott, wie kommt man denn da überhaupt dran? Not like this, auf jeden Fall. Was sind wir? Okay.
Moment, ist das jetzt die gewesen? Muss ja eigentlich fast. Aber dann haben wir auf jeden Fall zwei unterschiedliche. Ja, ist es auch. Zwei unterschiedliche Auffassungen von Mündung. Definitiv. Was? Ja, ich komme gleich. Das kann noch ein bisschen dauern. Das hasse. Weil das würde ich mal als Quelle bezeichnen. Ja, Dito. Als Wir Mündung. können ja mal gerade. Just for the lulz, mal gerade gucken. Wie heißt denn das im Denken? At the mouth of the lava river. At the mouth, weil das Ding aus dem Mund rauskommt, du verstehst? Und dann machen die im Deutschen da Mündung draus. Ja, nice! Deutsche Übersetzer des Todes mal wieder. Mäßig. Oh, Boys. Ja, gut. Dann können wir jetzt zum schwelenden Zufluss gehen, weil der ist, glaube ich, direkt hier nebenan, oder? Ja. Auf den Der ist einer Felsen der. nordöstlich des Magmaabflusses, zwischen Felssimsen in der Mündung des Magmaabflusses. Ist das wieder at the mouth? Ah, und was ist Ein das Zufluss bei der denn? Halbinsel innerhalb einer kleinen Unterwasserhöhle. Okay. Laufen erstmal hin. Nochmal. Gucken wir mal, ob sonst keiner guckt. Vielleicht sieht man ja schon die ersten einfach komplett obvious, so. Hallo? Oben könnte zum Beispiel schon irgendwo eine sein. Ja, könnte, wobei wir auch eventuell noch in den Lavafeldern sind. Wobei, ja, nicht mehr. Mittlerweile wahrscheinlich eher nicht mehr. Okay. Glitchy mit Glitch-Glitch, sagst du? Jetzt weiß ich, warum das Essen so schnell fertig war. Meine Mutter hat heute Gyros gekauft. Also, war beim You Griechen. smell it? Man hat mir jetzt den Teller hier daneben gestellt, das ist natürlich. Oh, nice. Die Versuchung ist groß. Wette da oben. Ja, ich bleib auch erstmal oben. Da runter kommt man auf jeden Fall. Hoch ist immer so eine Sache. Da oben. Ja, hier noch eine Etage höher. Ist ja allerdings wieder einmal die Frage, wie man da hinkommt. Die Antwort noch nicht mal gleiten. Da war wieder ein random Schrei. Warum auch immer. Erstmal schreien. Ich glaube, wir müssen doch wieder erstmal eine Etage runter. Also hochlaufen können wir hier auf jeden Fall nicht. Ist ja auch gar nicht so hoch, ne? Ne. Oh lol. Was tun sie da? Weiß ich noch nicht Das so ist ja. genau. Ist wieder mal das mega Bugfest hier. Ach so. Ach so. Okay. Wenn da oben was ist, wa? Dann gibt aber Rabauts hier. Also hier ist Guck, ne, aber man kann Motherfucker. hier hin. Na gut. Ja, ich bin ja niemals im Leben so hochgeschieden wie du da. Aber fair, guck mal, da ist doch einer, der hier auch hochläuft. Hier könnte es ja was geben. Aber wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann. Warte, 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 warte. Also hier kann man hin. Frage ist, komme ich da jetzt noch irgendwie vorbei? Frage ist, was machst du von da so? Kann Ist ja eigentlich versuchen, immer ob noch man da auf die schön. Steine draufkommt, dann wäre man oben. Hm.
Sind wir uns mittlerweile auch schon ganz ordentlich an der blutenden Kanzel dran, Ja, ne? dann würde ich nach Also. rechts rüber gehen. Na gut, dann guck du mal oben. Ich komme da irgendwie nicht hochgebackt. Und vielleicht sollte ich mich mal auch echt ein bisschen auf die. Ich bin gerade so ziellos hier am Rumdürpen. Auf den Felsen nordöstlich des Magmaabflusses. Das ist der Nordöstlich, nee, ohne Nord. Auf den Felsen. Aha, das heißt, wir müssen im Endeffekt dran vorbeigelaufen sein. Außer es lag weiter unten, aber. Ich denke, es werden auch ein paar weiter unten sein. Wenn ich das hier so angucke, wo kann man da vielleicht gehen? Nordöstlich. Oben läuft ein Veteranensteinkopf rum. Alter, es ist aber so wirklich, diese ganzen Steine sind so mega glitchy einfach. Und dann der nächste Bait ist, dass hier überall diese Skrit-Vorratslager sind, die auch einem gelb entgegenleuchten. Die dann auch in diesen Ecken versteckt sind teilweise. Die haben aber einfach nichts bringen. Kompletter Bullshit. Was ist das Ich denn glaube, hier hier? ist Ende. Okay, hier guckt man in die leere schwarze Einheit des Abyss oder so. Nordöstlich. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein dann. Es ist sad, weil es ist sehr, sehr close hier. Ja, ich hab's so gefunden. Bleibt mal hier stehen. Sehr, Ja, sehr vielleicht close. Ja, ich kommen komme wir rein. gleich da von der anderen Seite dran oder so und dann. Muss auf jeden Fall von hier kommen. Oh, das wollte ich gar nicht von da. So eine kleine Höhle. Ja, dann lass uns erstmal unten abchecken, würde ich sagen, oder? Dann. Hier kann man gerade gucken, was es noch so gibt. Im Zufluss bei der Halbinsel innerhalb einer kleinen Unterwasserhöhle. Okay, im Zufluss. Halbhöhle, also da unten irgendwo, Die ne? Halbinsel ist ja auf jeden Fall. Ja. So. Ja, Unterwasserhöhle irgendwo. Ist das Wasser hier schön. Da sieht man ja richtig viel. Kann nur sagen, man sieht nichts. Sie. Ah, okay, also bei der Halbinsel ist aber sehr optimistisch. Aber es ist eine Unterwasserhöhle, da können wir nicht drumrum. Da können wir uns drauf So. einigen. Dann gab es aber noch mindestens einen, meine ich, irgendwo. Hallo? Oder? Gab es noch einen? Hallo? Kalifenstieg, Wandergrotte. Grotte. Nee. Oh, doch nicht. Ich glaube nicht. Oder habe ich jetzt Aber einen hier kann man doch noch übersehen? reinlaufen in den. Ist übrigens infernalisches Kap unter dem Vulkan, unter dem Wasser versteckt. Infernalisches Kap ist ja mehr oder weniger das hier unten drunter. Wasserversteck? Ja, unter dem Vulkan, unter dem Wasser versteckt. Also Was denn irgendwo. für ein Wasserversteck? Das hatte ich, habe ich das schon mal erzählt? Es gibt ja Roma und Sinti, ne? Also, gab es mal. Gibt es noch? Ha. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die beiden, wie sagt man das denn ohne? Naja, kommst du in den Vulkan rein, das haben wir doch schon mal gemacht. Da war auch eine Mozart-Marke, aber die haben wir schon eingesammelt. Wie nennt man das denn, Alter? Sind die beiden. Einer? Ja, genau, Zigeuner.
Unterscheidungsding sie da. Und dann muss noch einmal nicht besonders ein... nett, aber. Ja, whatever. Da mussten wir da mal ein Referat drüber halten. Und dann fängt mein Part an mit, was sind denn die Sinti? Und dann haben sich alle kaputt gelacht und du liegst übrigens auf dem Boden. Ja. Richtig, weil das bei mir wieder mal nicht ordentlich geklappt hat. Hast du sie schon gefunden? Telefon? Telefon? Ah, nein. Alter, warum macht die so viel Damage? Oh shit. Mal die Verwirrung machen. Für zwei. Aber war das nicht das Unterwasserversteck? Hm? Nicht ins Unterwasserversteck, ja. Nee, es gibt noch eins im infernalischen Kap. Das war der schwelende Zufluss. Also irgendwo da, wo du gerade bist, oder. Achso. Rund um den Vulkan halt. Steht legit rund um den Vulkan. Da steht. Unter dem Vulkan. Unter dem Vulkan. Ja, aber du kommst ja nur unter dem Vulkan, wenn du da hinschwimmst. Unter dem Vulkan, unter dem Wasser. Um präzise zu sein. Also dementsprechend, das kann halt hier überall sein. Es gibt wieder so viele von diesen kleinen Nischen. Also wir tauchen jetzt hier und versuchen einen Eingang zu finden, ja? Ja, du bist zumindest das, was ich gerade versuche, ja. Irgendwo muss er ja sein. Sie hätten allerdings mal angeben können, auf welcher Seite. Das hätte Sachen deutlich leichter gemacht. Ja. Unter dem Vulkan. Tolle Ansage. Hallo? Aha. Ja gut, Das ist jetzt in der Tat ein bisschen doof. Diese Steine, teilweise sehen die Steine so aus, als ob du darauf landen könntest und dann prallst du daran ab, mehr oder weniger. Und manchmal stehst du einfach auf der dicken Schräge des Todes. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Hallo? Was? Hier ist nichts? Wow. Euer Ernst? Ist wirklich gar nichts, rein gar nichts. Wow. Okay, ich bin. Ah doch, Leute, hier ist eine Mozart-Marke. Holy shit. Aber was ist denn, wie habe ich denn die gerade übersehen? Wo geht's hier überhaupt raus? What the f... Okay, also ich habe theoretisch noch eine gefunden. Wo ich mehr oder weniger rübergestolpert bin. Ich habe hier auch was mit Potential gefunden. Ich weiß nicht, ob du hier schon in dieser Höhle drin warst. Wahrscheinlich nicht, ne. Und jetzt muss ich mir nur merken, wo das hier ist. Wie komme ich denn hier raus? Aber... Ich, ist das stupid? Hier gibt's halt auch keine wirkliche Chance, irgendwie rüber zu kommen, glaube ich. Da ist der Ausgang. Ja. Also wieder nur mit Backsprüngen und dem truste ich dann halt in der Regel nicht so sehr, also. Okay, hier ist das. Und ich mach mir mal auch gerade meine Markierung da drauf, dann findet man das eventuell auch wieder so. Ich komme jetzt nochmal von der anderen Seite, wenn ich da irgendwie hinkomme. Oder eventuell auch nicht. Okay, ich hab das geschafft darüber, aber... Auch nichts, oder was?
Come on. Hier so hoch, oder? Ja, das ist auf jeden Fall auch in diesem... Oh, ich sehe noch einen. Warte mal gerade. Hier links. Siehst du vielleicht auch? Da oben. Wenn man jetzt ein bisschen reinkommt. Backspeicher? Ja. Was ist denn das? Müssen wir jetzt hier angegriffen werden? Wie soll man denn da oben dran kommen, wenn man mal fragen darf? I have no fucking clue. Vielleicht? Oder, also, vielleicht komme ich da auch mit Backspringen hoch. Aber hier ist halt so dunkel, Alter. Was hat hier hin, oder? Aber hier kommst du halt nicht hoch. Also, da kannst du vielleicht reingleiten, oder was? Ich denke. Ah. Okay, merken wir uns. Aber von wo? Das ist dann die nächste Frage. Muss man, irgendwie muss man auch noch weiter oben kommen. Da oben ist ja auch ein Zerstörer. Ja. Alter, die Fickviecher. Gut, dass ihr nicht viel zu viel Damage macht. Gut, dann hol dir mal gerade erstmal meine, dann, oder die, die ich eben gefunden hatte. Dann können wir mal weiter gucken. Irgendwo? Ja. Ja, da runter. Nur dann links, glaube ich. Ja. Da dachte ich halt am Anfang, da wäre nichts, weil wenn du rechts rumläufst, ist da. Ich stehen auch schon zwei Leute vor. Ja. So, wie kommt man jetzt, wie kann man jetzt dahin gleiten? Und ist dann oben.